Wonderful, good morning. Jetzt ist mittlerweile 8.15 Uhr in der Früh. Ich glaube, der Adi schläft noch oder keine Ahnung, ob er schon auf ist. Weil wir jetzt nachher in einer Dreiviertelstunde werden wir abgeholt und dann geht's weiter. Wir gehen nämlich nach U-Boot. Und ja, ich sitze jetzt hier gerade, trinke mir ganz gemütliche Käffle, gell? Und ja, dann sieht man sich nachher wieder. So, jetzt sind wir mittlerweile hier rausgeschmissen worden in U-Boot. Und jetzt laufen wir gerade zu unserem Homestay. Ja, erstmal unsere Sachen abladen und dann mal ein bisschen U-Boot erkunden und was essen, denke ich mal. Klingt ganz gut, gell? Klingt einwandfrei. Ja. Wenn wir unserem Homestay ankommen und schaut euch mal unser Zimmer an, das ist echt ganz geil. Hier haben wir zwei Betten, da. Und dann geht es jetzt hier raus. Dann haben wir einen echt relativ großen Balkon hier. Kann man sich mal abends hinhocken. Und ja, hier ist jetzt gleich U-Boot im Prinzip. Hier ist halt nur ein bisschen so die Umgebung. Ja, sieht echt ganz nett aus. Sauber ist das Klima, haben wir. Was willst du mehr und bist gleich im Zentrum? Billig ist auch. Und ja. Es ist mittlerweile schon Abend, wir müssen noch eine Weile im Homestay geschlafen, uns erholt und gechillt und ein bisschen Pläne geschmiedet und so weiter. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Essen, wo wir was Gutes finden. Der Adi wieder weiter in die indonesische Kulinarik einführen und ja, hier ist schon wieder gut was los mit den Autos gerade, jetzt sind sie schon alle vorbeigefahren wieder. Ja, aber dazu muss man sagen, heute Mittag war U-Boot echt still. Also, wo ich das letzte Mal hier war, war echt mehr los. Aber vielleicht kommen die Leute jetzt ja erst am Abend raus, mal schauen. So, wir haben jetzt ein Warung gefunden, ein kleines. Und jetzt gönnen wir uns hier gerade eine Kokosnuss. Ich kann gar nicht mit dem Adi anstoßen. Cheers! Ja, jetzt warten wir noch das Essen und lassen wir uns heute mal schmecken. Jetzt waren wir mittlerweile schön beim Essen. Wir sind schön gesättigt und jetzt sind wir wieder zurück in unserem Homestay. Wir hören hier noch ein bisschen Musik, trinken Bierle. Ja, und dann sieht man sich auch gleich wieder. Wonderful, good morning. Jetzt ist 8 Uhr in der Früh, glaube ich. Und ja, wir haben jetzt heute schon gedacht, unsere Pläne werden über den Haufen geschmissen, weil es geregnet hat. Und bis vorher auch noch geregnet. Und ja, jetzt wird es aber besser. Blauer Himmel kommt hier hinten raus. Und by the way, da hinten verbrennen sie wieder einen Scheiß. Nicht so geil. Der Adi, der chillt gerade hier noch voll seine Base im Bett. Und ich glaube, der recherchiert halbe Welt. Über die halbe Welt. Der Junge. Ja, und dann machen wir heute, wenn das Wetter so hält, eine Rollertour. Wird super klasse, aber ich hätte schon wieder Hunger vor Frühstück. So, was für ein Service in unserem Homestay, also kann man echt so empfehlen. Loris Homestay, Link in der Beschreibung unten. Richtig nett hier, sauber, freundliche Gastgeber. Und schaut euch mal das Frühstück an. Sieht richtig gut aus, schön Rührei, Früchte, Kaffee, Musik am Start. So kann der Tag beginnen, auch wenn es regnet. We'll be right back.
So, jetzt sind wir wieder an den Reisterrassen angekommen. Hier war ich ja schon mal, aber schaut euch mal an. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das ist mal recht interessant, hier wird jetzt der Reis. Es ist nicht mehr so sattgrün wie davor, sondern ist eher gerade wieder in der Anbauphase, denke ich mal. Sieht ganz gut aus und jetzt checken wir das für heute mal ab. Erste Station. Maybe we can get high, maybe it's a long shot. We should throw it back right now, no, no. And in a little while I see you start to smile. And you thought you forgot that you knew how. Baby, I can help it, nobody else can put me up. But you've got me up in flames. From our very first kiss to our very last wish, you'd be running through my veins. And I never want another. Come back to me, my lover. Schon einiges an Strecke zurückgelegt, sind aber relativ gut in der Zeit. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier Schönes gefunden haben. Hier hat es lauter so Blumen. Hier und hier hinten. Und es sieht richtig schön aus. Alles so orange-gelblich. Ja, echt cool, was man hier auf dem Weg alles zu sehen bekommt. Und auf dem Weg hierher ist schön pisst. Deswegen haben wir unsere Regenklamotten an, aber jetzt hat es wenigstens wieder aufgehört. Ja, aber was zum Essen wäre nicht schlecht. So, jetzt haben wir uns gerade noch kurz gestärkt, bevor wir jetzt hier zum Wasserfall gehen. Wir sind jetzt gerade zum Nung Nung Wasserfall unterwegs. Und ja, keine Ahnung, wo es jetzt hier hingeht, ob es jetzt da runter geht. Oder schauen wir jetzt mal. Und ob der Wasserfall was Tolles ist, weil jetzt sind wir da schon ein Stück gefahren. Aber es sah auf jeden Fall mal auf Bilder relativ gut aus. Jo. Abstieg und schauen wir mal an, wie steil das eigentlich nach unten geht. Und so geht es jetzt schon 10 Minuten lang Treppen nach unten. Da freue ich mich schon richtig, dass ich das nachher wieder hochlaufen darf. Richtig gut. Workout für heute. Jetzt sind wir am Nung Nung Wasserfall ankommen und schaut euch den mal an im Hintergrund hier. Was für ein mächtiger Wasserfall. Der hat richtig Power. Und hier, der zerstäubt das Wasser auch richtig. Das merkt man bis hier, dass das ganze zerstäubte Wasser hierher kommt. Sieht auf jeden Fall schon richtig, richtig cool aus. Da auf der anderen Seite ist auch noch ein kleiner Wasserfall. Ja, der große sieht echt gut aus, aber baden bei dem Wetter jetzt wohl eher auch nicht. Und sich da drunter stellen, das könnt ihr auch vergessen, da räumt sich ab. Thank you.
wir sind jetzt bei unserer letzten Station für heute angekommen, bei den Goa Gaya Höhlen. Und die erkunden jetzt, es soll irgendwie so ein Tempel in so einer Höhle sein, im Berg oder keine Ahnung wie genau. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, hinter mir da jetzt, das ist die Goa Gaya Höhle, da waren wir jetzt gerade drin. Also die sieht von außen besser aus als von innen. Innen ist es echt unspektakulär. Also da sind drei so Skulpturen drin und das war's eigentlich schon. Ja, aber schauen wir uns das hier das Gelände nur an. Vielleicht gibt es ja da noch was, was sich lohnt anzuschauen. Ja. Rollertour ist jetzt beendet. Jetzt ist mittlerweile auch schon 7 Uhr abends. Es ist relativ schnell dunkel geworden draußen. Und ja, jetzt passiert nicht mehr viel. Jetzt gehen wir nur zum Essen natürlich. Richten unsere Sachen. Nämlich morgen geht es nämlich weiter. Wohin seht ihr dann, wenn ihr dann in der nächsten Folge einschaltet? Lasst mal wieder einen Daumen nach oben da und abonniert. Ganz wichtig. Ja, und dann sieht man sich im nächsten Video. Ciao.